Wir sind hier auf dem Weg zum zweiten Spot. Wir gehen ein bisschen mehr in die Höhen. Wir sind schon bei 700 irgendwas, 720 Meter Höhe. Und wir gehen noch 300 Meter. Also wir sollten so bei ungefähr 1000 Meter rauskommen. Hier kommt die Quelle irgendwo raus. Da ist Trommeln. Und ab hier läuft es nach unten. Kommt von irgendwo da. Krass. Auf jeden Fall laufen wir noch ein Stück. Dann trinke ich meine Flasche einmal Kaffee leer von der alten Quelle. Und fülle vielleicht noch mal auf, weil ich bin maximal dehydriert. Schwitze auch schon wieder so heftig. Krass. Das ist voll, geht mir zu langsam. Ich kann nicht so langsam gehen, das ist so anstrengend. Dieser Typ. Ich kann ja so laufen. Ich kann ja so sprinten. Ich kann ja seine GoPro wieder fallen lassen. Digga, das 10. Mal heute, ohne Scheiß. Ha. I wanna know if you be my girl. Ja, krasser Weg, Digga. Aber alles tot. Auch da oben alles tot. Ja, ich hoffe, wir finden da oben Bäume, ey. Wenn wir da oben nicht pennen können, Alter. Wird halt krass. Eieiei. Ich gehe links oben. Ah, oh, mein Rucksack. Ah, oh, die kommt nicht vorbei. Meine Beine. Ich komme nicht mehr hoch. Oh. Digga. Jetzt wird's echt wild. Jetzt wird's richtig wild. Geil. Jetzt fehlen nur noch 200 Meter in die Höhe. Also ein Drittel von den Höhenmetern ungefähr geschafft. Und von mir sind ungefähr 80% geschafft. Wie schaut's bei dir aus? Ja, ich bin halt heftig am Ölen. Meine Beine sind mittlerweile eingelaufen. Also die Beine sind nicht mehr das Problem. Nur der Gleichgewichtssinn. Kreislauf. Die Höhenmeter, die wir gestern und heute hoch und runter gekraxelt sind hier, bin ich meinem ganzen Leben zusammen nicht mal gewandert. Das ist zu krass. Voll anstrengend. Ja, rechts ist die Treppe. Alter, aber wir haben es geschafft. Let's go. Eine wilde Treppe. Eine sehr wilde Treppe. Ich habe so Höhenangst. Der Hass. Der Hass. Alter, die biegt sich. Was ein Gekraxel, ey. Alter, der Hass. Der Hass. Ich hasse es komplett. Ich habe so Höhenangst. Luca ist auf jeden Fall oben. Ich laufe mal hinterher. Alter, ist das hoch. Das wackelt sich ja aber auch was zusammen, ey. Digga, guckt euch das an. Absolut krass. Absolut wild. Hammerhart. Alter. Das kannst du ja keinem erzählen.
Es ist so geisteskrank. Alter Schwede, ist das krass. So heftig. So hoch bin ich noch nie in meinem Leben irgendwo hingelaufen. Ja, wir sind von da unten hier hochgelaufen. Dort ganz hinten irgendwo. Ja, da hinten so ungefähr bei diesem... Nee, gar nicht da. Ja, dahin. Da hinten. Das ist 900 Höhenmeter. Zähneputzen. Kommen Sie durch. Gleich reißt er ab und mir schnellt der Rest ins Gesicht. Na, der Weg sieht auch nicht besser aus. Da waren doch eben Schnellen. Digga. Ja, lass einfach laufen. Komm. Was ich jetzt damit gemeint habe, kannst du dir selber draus nehmen. Und ihr könnt euch auch draus nehmen, was ihr wollt. Aber Jungs, eine Sache. Nicht maulen, bitte. Außer die Kamera läuft, dann schon. Hast du es drauf? Scheiße. Ich glaube, den falschen Fuß. Digga, er sagt eben nicht umknicken, Alter. Scheiße. Ja, gut. Aber halt der falsche Fuß. Digga, warum machst du das? Mein Akku ist gerade ausgegangen. Ich hab's drauf. Digga, hier liegt einfach Schnee. Geil. Oder was? Einfach Schnee. Kein Scheiß. Es wäre geil, den in die Flasche zu füllen, weil dann können wir den abkochen. Witziger Felix, ihn auf Lukas zu werfen. Ich hoffe, es ist auf Cam, ey. Alter. Der Assi. Aber das sieht nach einem Bildschirmfahrt eher aus. Keine Ahnung, wie lange jetzt runter. Links oder rechts? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. Wir bleiben so lange hier stehen. Ich cutte jetzt einfach dahin, wo wir dann weitergelaufen sind. Und ihr könnt raten, welches richtig ist. Dieser Weg wird ein leichter sein. Wollen wir uns hier einfach hinpacken oder so? Also hier kommt auf jeden Fall kein Mensch hin, da brauchen wir uns nichts vormachen. Also Mensch müssen wir uns hier keine Gedanken machen, das ist klar. Das ist klar, dass hier keine Menschen sind. Wir können auch noch ein Stück weitergehen und können gucken, ob da halt noch irgendwas ist an Platz. Ja, hier ist doch ein guter Platz. Dahinter? Ja. Digga, ich leg mich da einfach in den Drecks, mir scheißegal. Nur die GoPro. Sonst gib deinen Rucksack her. Ich bin doppelt. Jetzt rutscht aber noch sich das Ding voll in die Eier, Alter. In den Arsch. Pass echt auf, Alter, sonst gib den Rucksack rüber. Sonst gib den Rucksack rüber. Also hier vorne auf dem Baumstamm ist schon echt glitschig. Ich bin da drüben auf den Ast. Okay. Ich setz mich einfach hin, Alter. Meine Hose ist so dreckig, ja, ist eh alles scheißegal. Soll ich Händchen halten? Bobby kann auch da unten durchgehen. Der ist kleiner. Ich glaube, hier ist es am flachesten, wie wir das haben können. Hier. Ja, da oben wird wieder richtig steil, ne? Ja, Digga, dann lass doch hier die Freifläche nehmen, Alter. Dann können wir hier einen Tarp spannen. Oder halt nicht. Ja. Also ich würde mich in meins einwickeln, weil mir echt kalt war. Ja, weiß ich jetzt nicht. Das ist schwer zu sagen. Also ich kann es nicht. Ich bin kein Fährtenleser. Aber wir hatten eben hier auf dem Weg, deswegen habe ich da reinleuchten lassen in die Spuren. Wir hatten eben mehrere verschiedene Bahnen an Wolfsspuren. Sie sind wohl mehrere Wölfe zusammengelaufen. Auf jeden Fall gehen wir ein Stück runter, weil da unten ist laut Maps ein normaler Weg. Also ich sag mal normaler Weg. Wahrscheinlich so ein Waldweg, Feldweg. Also wir sind auf jeden Fall hier irgendwo im Nirgendwo gelandet. Also richtig irgendwo im Nirgendwo.
Und müssen wir uns hier noch einen Spot suchen. Auf dem Wanderweg haben wir uns eine kleine Bank gebaut und eine Pause gemacht für einen Tee und was zu essen. So Leute, nur noch mal fürs Verständnis. Wir sind jetzt hier, keine Ahnung, seit 15 Uhr oder so, waren auf 900 Höhenmetern. Jetzt sind wir bei 790 oder so waren wir. Auf jeden Fall ist es jetzt, keine Ahnung, 10 Uhr. 7 Stunden unterwegs. 7 Stunden unterwegs, wir haben keinen einstigen Schlafplatz gefunden. Überall Tierpfade, überall Losung. Hier geht gar nichts tatsächlich. Deswegen, ja, keine Ahnung, wir haben uns jetzt erstmal was zu essen gemacht und jetzt gehen wir uns hier weiter auf den Trampelpfad. Gucken wir mal, entweder finden wir jetzt hier noch was Schönes zu schlafen oder halt nicht. Ja, wir sind auf jeden Fall eine Stunde ungefähr vom Auto entfernt, jetzt haben wir aber mal einen normalen Waldweg. So ein bisschen spooky aus auf dem Video. Man wird es auf der Kamera nicht sehen. Digga, 1, 2, 3, 4. 5. Digga, das ist ein Wolfsrudel. Digga. Heftig. Oh, das Licht wieder. Einfach Wolfsrudel. Geisteskrank. Heftig. Die kamen aus dem Nichts, Alter. Das waren richtig dunkle Wölfe. Uns die ganze Zeit an, Alter. Ja. Alle. Ey, einfach ein scheiß Wolfsrudel, ey. Völlig geil. Ein bisschen beängstigend auch, weil es halt echt ein Rudel ist. So ein einzelner Wolf würde ich jetzt nicht so schlimm finden. Sehr beängstigend, Digga. Also ich find's ein bisschen geil. Die stehen immer noch da hinten. Die stehen immer noch genau da hinten. Ja. Ich habe eben die Augen wieder blitzen sehen. Die stehen bei mir alles gut. Wir müssen halt nur Angst vor uns haben. Ansonsten wird's blöd. Immer mal nach hinten leuchten, gucken, ob die näher kommen. Ich find's irgendwie krass. Einfach nur. Dass wir uns da keinen Schlafplatz gesucht haben, Alter. Und du meintest eben noch, ja, lass doch hier rechts hochgehen, wollen wir da pennen? Dann wären wir genau in deren Höhle gelaufen. Hier ey. Auch, hier auch, hier, hier. Uha. Nasse Tatzen, Alter. Aber in welche? Aber von einem. In die Richtung gehen die. Einer. In die Richtung, in die wir laufen gerade. Aber hier ist er wieder reingelaufen. Also pennen wir, wir pennen noch hier draußen, ne? Wir suchen jetzt einen Platz. Ich sag's dir. Das ist, glaube ich, die gute Option. Digga, frische Spuren. Direkt, wo wir hier langlaufen. Ich krieg mich nicht ein. Standen da auf einmal 6 Wölfe. Jetzt mache ich die Kamera aus. Das reicht jetzt. Wir sind jetzt wieder im Auto angekommen. Wir machen uns jetzt noch auf den Weg wieder nach Hamburg. Weil hier campen macht ja logischerweise keinen Sinn mehr. Aber war sehr wild hier. Vor allem die Wölfe am Ende. Es war sehr wild. Habe ich so noch nie erlebt. War echt krass.